Für die grüne Bezirkschefin ist ja offenbar die rote Linie überschritten, nachdem jetzt schon wieder ein FPÖ-Bezirksrat aus der Leopoldstadt mit Nazi-Vorwürfen konfrontiert ist, fordert Uschi Lichtenegger ernsthafte Konsequenzen. Welche das sind und was man bei den Freiheitlichen dazu sagt, Werner Trinker hat nachgefragt. Zum einen geht es um Herwig Götschober, Bezirksrat in der Leopoldstadt und auch Kabinettsmitarbeiter im Verkehrsministerium. Zuletzt ist er wegen der Liederbuch-Affäre in seiner Burschenschaft Bruna Sudetia in die Schlagzeilen geraten. Und zum anderen geht es um Jürgen Michael Kleppich, ebenfalls Bezirksrat im zweiten Bezirk, und er ist auch an der österreichischen Botschaft in Israel tätig. Von dort soll er laut Falter Facebook-Postings abgesetzt haben, in denen er in einem T-Shirt aus einem einschlägigen Online-Handel zu sehen ist. Die Aufschrift Ehre, Freiheit, Vaterland, der Leitspruch deutschnationaler Burschenschaften. Für die grüne Bezirksvorsteherin in der Leopoldstadt ist es nun genug. Sie fordert Konsequenzen. Ich fordere einen Rücktritt von allen Mandataren, die wo es Vorfälle gibt in der Nähe des Rechtsextremismus und Antisemitismus. In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung wurde deshalb mehrheitlich eine Resolution verabschiedet. Darin heißt es, in der Bezirksvertretung sollen nur Menschen sitzen, die sich klar von antidemokratischen und deutschnationalen Gedankengut distanzieren. Bei der FPÖ Leopoldstadt weist man die Vorwürfe zurück. Es gibt nichts gegen den Herrn Kleppich, es gibt nichts gegen den Herrn Götschober und somit, nein. Wir werden keine Konsequenzen ziehen, wir werden uns das in aller Ruhe anschauen und wenn es Personalfragen gibt, dann werden wir die lösen, aber ganz bestimmt nicht die Frau Lichtenegger und die Grünen. Damit wird im Bezirksparlament in der Leopoldstadt wohl alles beim Alten bleiben, denn eine weitere Handhabe, wie beispielsweise einen Misstrauensantrag, gibt es auf Bezirksebene nicht. Außenministerin Karin Kneißl hat übrigens heute Jürgen Michael Kleppich aus Israel zur Aussprache nach Wien beordert.